Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind hier, ja, ich habe noch ein bisschen weitergemacht, genau, und sind hier in dem End of Time. Müssen uns kurz noch was verkaufen, dann können wir loslegen. Ist immer so die Sache, was soll ich aufheben, aber ich sehe gerade nichts, was wir aufheben sollen. Ich habe hier noch so eine Nebenhand gefunden mit Minion Dodge Rating. Das wäre vielleicht irgendwas Interessantes. Aber dafür müssen wir, ja doch, wir haben noch Platz. Und dann haben wir noch River Band Grasp mit 7,27. 50, 51. Besser. Gut, dann können wir loslegen. So, und zwar bin ich jetzt hier unten. Ich habe so eine nervige Quest erledigt mit einem nervigen Skorpion, war es, glaube ich. Der recht lange gedauert hat, weil es feuerimmun war in manchen Phasen. Er hat sich so gewandelt in Blitzform, Eisform und so Sachen. Und jetzt müssen wir noch eine Quest machen, wo wir bestimmte Punkte absuchen müssen. Und dann ist der Beta-Content, also der Anfangs-Beta-Content, eigentlich schon vorbei. Und die neuen Gebiete sind natürlich dann viel interessanter. Für mich, weil ich noch nicht, ja, noch nie gemacht habe. Also schon der Anfang vom ersten Content, Erweiterungs-Content, da habe ich schon gemacht. Also machen wir lieber mit dem Feuerball, der ein bisschen Feuerpenetration hat. Und ja, Spiel, also Spiel macht immer mehr Spaß, die Gegner werden immer zäher. Dadurch muss ich schon taktisch spielen und so weiter. Und so weiter. Also Spiel wird einfach immer besser. Am Anfang hakelt es einfach so ein bisschen mit dem Unbalancing, dass man einfach zu stark wird immer wieder. Und die Gegner manchmal echt zu fest reinhauen. Und jetzt mittlerweile halte ich natürlich auch mehr aus. Und kann da auch noch mehr dagegen machen. Ja, Cast Speed geht leider runter mit diesem Spell, mit dem Passiven. Kann man nichts machen. Genau, wir brauchen Dot mehr. Ich möchte schon ein bisschen auf Dot gehen und auf Blitz. Ja, dass man einfach die Gegner empfindlicher macht. Also diesen Static, oder wie man dem sagt in diesem Spiel. Hat man hier irgendwo, dass man sehen kann, das ist nur Feuer? Ich habe den Feuerball. Ah, ich habe das rausgenommen im Blitz, genau. Aber hier ist Lightning and Fire. Ich möchte gerne mal kurz schauen, ob hier steht, wie viel es macht. Lightning Damage macht es gerade kaum. Da müssen wir Chance of Shock nehmen. Ja, ich verstehe das nicht so. Ich möchte lieber hier in ein Wort nehme ich raus. Weil das ist so gering. Einfach nicht lohnt. Damage taken auch und gehe auf Blitz. Ja. Naja, ich muss das ja neu. Ah, das ist ein neues Slot. Dann nehmen wir natürlich, was haben wir noch? Fokus? Ne, ich nehme Feuerschild. Hier nehme ich eigentlich immer Defensive, weil Feuer, Burning und so brauche ich nicht. Das obere brauche ich nicht. Das machen wir zuerst einmal auf die Dauer. Die Dauer erhöhen ist schon wichtig. Aber wenn keine Gegner kommen, muss ich es eigentlich auch nicht aktivieren müssen. Deshalb einfach die Dauer erhöhen, dass ich das ständig anhaben kann, irgendwie gefühlt. So. Ja, die sind eigentlich recht
Cool zum Besiegen. Da kommt noch einer. Es lohnen können. Ich habe den Strahl nicht mehr. Ich hasse dieses automatische Becken. Also einstellen hier unten. Wieso denn? Das ist das Schlimmste, was das Spiel hat. Dass man einfach die Space nicht mehr hat, weil das ersetzt wird. Und mit einem Kampf möchte ich natürlich das nicht wechseln. Stellt euch mal vor, ihr habt keinen Angriffsspell mehr und müsst den Kampf abbrechen. Das ist so nervig. Eieiei. So, wir gehen nochmal hoch oder eher runter. Wir gehen jetzt zuerst hoch. Ja, das macht keinen Schaden, dieser Ansturm. Noch. So. Türen. Oh. Die machen viel Schaden, wenn alle Pfeile treffen. Einfach nur slowen. Und die Lebensregeneration ist schon recht schnell. Da muss man gar keinen Heiltrank verwenden. So. Prima. Dann wieder zurück, halt unten durch. Hat der Teleport hat einfach zu wenig Reichweite, weil der Bildschirm zu wenig nach unten geht. So, wie kommt man jetzt hier links durch? Ich hoffe, ich nehme den richtigen Weg nicht rechts herum. Gut, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir Feedback. Ich möchte ein bisschen schocken können. Das ist natürlich schon wichtig. Ich glaube, es geht eher rechts herum. 3 Punkte haben wir jetzt, okay. Ich dachte nur noch 2 Punkte, die man absuchen muss. Ja, das Gefühl, ich bin schon etwas ein bisschen Schockschaden zu erlangen, aber die Wahrscheinlichkeit ist noch ein bisschen zu gering. Lieber noch mit Feuerball angreifen. Ich liebe irgendwie Feuerbälle. In jedem Spiel habe ich einfach Feuerbälle extrem gerne. Weil sie ein smoothes Gameplay erlauben. Du kannst einfach spammen. Und ja, von weitem halt schießen. Das ist natürlich schon sehr motivierend, Feuerball zu nehmen. Aber zum Beispiel bei Path of Exile spielt niemand mehr Feuerball. Okay, ein paar Burning Builds. Aber ich würde jetzt momentan nicht so benutzen. Momentan sind eher die Beschwörungen dort gut. Und hier sind eigentlich Beschwörungen. Ja, zum Spiel sind jetzt momentan Beschwörungen auch wieder ein bisschen schlechter geworden, glaube ich. Weil der Skorpion, der hat ja natürlich schon viel rausgebracht und dann der Raptor. Der Raptor kann man, glaube ich, extrem stark machen, dass er Boss so one-hittet oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau jetzt gerade im Moment. Schon länger nicht mehr geschaut. Aber, stellt euch mal vor, also ein Raptor, der gigantisch groß wird, weil er auf Crit geht. Und auf Giftschaden, oder? Das ist extrem. Also ein Raptor möchte ich eigentlich schon gerne nochmal spielen. Ja, ich muss eventuell auch Thunder. Es gibt nur Freeze und Feuer, Burning. Aber wo ist denn Thunder? Wie kann man den Blitzschaden hier? Das ist nur wenig. Ah, Effect of Shock per Point. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, genau. Elixir of Knowledge. Das brauchen wir eigentlich noch. Ja, Arcane Insentient. Klar. Insight. Arcane. Inside. Aua, der hat Schaden gemacht.
Gut, also ist der Baum hier. So, die andere Quest haben wir gelöst. Ja, dass die Geschosse manchmal in den Boden reinschießen, so, das müssen sie auch noch ein bisschen fixen. Das ist auch so ein bisschen ein Kritikpunkt, natürlich. Aber das Spiel gefällt mir einfach schon so gut, mehr und besser. Okay, wir können hier nicht durch. Da müssen wir irgendwas noch zuerst machen hier oben. Bin mal gespannt, wie es jetzt mit dem neuen Gebiet, also mit ganz neuen Gebiet, so ist. Weil ich denke, das wird knüppelhart. Da müssen wir viel Arenas machen, bis man das schafft. Ja, da ist man natürlich schon hochlevelig. Oh, der Stun ist einfach geil geworden wegen dem Kriegs. Der Stun ist ja mega lange. Einfach genial. Denkt euch mal vor, ihr seid so ein Magier und hättet Probleme, weil die Gegner nicht gestunt sind. Was man einfach mit diesem Stun jetzt, so im Moment ein Ding, man kann jeden Gegner auf die Stuns halten, weil sie gestunt sind. Das ist einfach krass. Zuerst die Kleinen besiegen, der Große. Das ist toll, dass man dem Void eigentlich recht gut ausweichen kann. Gehe, glaube ich, schon rein, oder? Weil sonst finde ich das nicht mehr. Das ist ein Nebengebiet. Das wird wahrscheinlich wieder einen schweren Boss haben. Der eher nicht so schwer. Also das erste Gebiet mit dem Drachen war ja schwer, aber der Drache habe ich eigentlich fast One-Hit gemacht mit dem Frost Nova. Das war einfach geil. Der war einfach. Wir haben ja das mit dem Burning Paladin gemacht. Okay. Wieso bin ich gestorben, als ich ins Portal reinkam? Hä? Bitte Bugfixen davor machen, ey. Das ist so katastrophal, wenn ihr Sachen rausbringt, Content rausbringt, die einfach nicht funktionieren. Aber das machen diese Entwickler. Ich finde das so doof. Habt ihr kein Vertrauen mehr zu den Spielern? Dass ihr einfach alles rausbringen wollt und dann meint, ja, es funktioniert. Für mich ist das einfach ein bisschen quälend, wenn so, ja, richtig verbuggtes Zeugs reinkommt. Kein Beta-Testing. Was ist denn das? Ewig. Ich hasse Weltmonster, die sind so hässlich. I cannot do that. Doch, ich kann's auch mit Cooldown machen. Was sind das für Bubbles? Also das Design von diesen Void-Gegnern ist mega hässlich. Die sehen immer so ver... ja, als hätten sie irgendwie so ein... Ich glaube, Elemental Protection brauchen wir nicht so viel. Lass mich doch mal ein bisschen scannen. Also die Sache ist einfach... Das. Dass die Gegner so Geschwülste haben, so richtiges, ausgeprägtes Geschwülste. Also, ja, Bubbles. Das sieht für mich extrem hässlich aus. Ich bin eher einer, der nicht gerade so gerne Warzen hat oder so. Und ich sehe diese großen Teile nie. Es ist zu dunkel. Gehe hier nach rechts, glaube ich. Gut, haben wir gute Defensive dagegen. Da mehr Schaden passieren würden, das wäre nicht so toll. Ja, die Gegend ist recht interessant, weil sie schwerer ist natürlich. Aber vom Design ist die Gegend halt echt langweilig. Auch der Fluss, der zugemüllt ist mit diesem Void, ist auch nicht gerade so toll gewesen. Ach, geht doch weg. Muss man immer noch die angreifen. Boah, habt ihr gesehen, wie viel Geschosse auf mich zukam? Und dann noch zielsuchend. Wow. Also diese Gegend ist richtig interessant. Der ist schon kaputt, oder was? Okay.
Ne, ist nicht kaputt. Der taucht einfach irgendwann mal auf, deshalb sehe ich die nie. Okay. Interessanting. The Ruins of Majelka. Das könnte ein größerer Dungeon sein, hä? Oi, oi. Aber ich liebe solche Dungeons, oder? Ja, einfach Bossgebiete. Das machen sie gut mit Bossgebieten. Schaut euch an, ich muss eigentlich immer wieder Heiltränke schlucken. Also eine habe ich geschluckt jetzt, aber... ja, die Sache ist einfach so, dass man einfach mehr aufs Leben achten muss. Und solange ich aufs Leben achten muss, bin ich motiviert. Wenn ich das nicht muss, bin ich gelangweilt. Und das sind Path of Exile zum Beispiel momentan so, ich bekomme fast keinen Schaden. Mich langweilt es einfach Path of Exile momentan. Ich bekomme eigentlich nie Schaden, weil ich beschwör bin. Und das ist also so eine Sache. Mega viel Lebensregeneration und so. Ich bin momentan halt ein bisschen gelangweilt von Path of Exile. Und das motiviert mich Last Epoch viel mehr. Es ist auch ein gutes Spiel, also. Wie lange hat Path of Exile gebraucht, bis es mich motiviert hat? Extrem lange, also sicher 2 Jahre, bis es mich endlich ein bisschen motiviert hat, ja, das zu erreichen, das. Der vierte Akt war ja recht schlecht für mich, weil ich so genervt habe mit dem Blutengegner und mit der Arena und so weiter. Da war, glaube ich, nur halb fertig. Was nicht der dritte Akt war der mit der Zweiteilung. Ja, der war ganz fertig, glaube ich, kam nie weiter bei Daresso. Der war zu stark am Anfang. Da kam ich nie weiter bei ihm. Und deshalb stand ich dann dort immer, hab mich einfach genervt wegen dem Blutungsschaden, wegen den Klingenschaden von ihm und so. Genau der Malkargod, wie der heißt, der hat mich so genervt mit dem Blutungsschaden. Genau. Und ja, das ist eigentlich hier nicht so. Hier kommt man auch weiter, auch wenn man stirbt oder so. Man kommt relativ gut dann doch auch weiter. Path of Exile ist halt nicht so für mich. Also, es ist halt eher ein Profispiel, aber eher auch in dem Sinne, dass man halt einfach mega viel grinden muss. Hey, geh doch weg. Wenn du teleportieren kannst, dann teleportier doch bitte. Also das ist scheinbar der Boss. Der Omen of Silence. Hä? Habe ich ihn getötet? Der hatte über 60% Leben noch gehabt. Ah, vielleicht geht er zu einem anderen Gebiet. Okay. Das ist klar. Das scheint so zu sein. Dass er gar noch nicht tot ist, sondern wir einfach ein bisschen weiterlaufen müssen. Aber das ist gut. Sie machen so Taktik-Rollenspiel. Sachen rein. Ich finde das so gut. Weil Path of Exile hat mit diesem Labyrinth schon mir ein bisschen geholfen. Also ja, nicht ganz so geholfen, aber ja, es war nicht so für mich. Es war frustrierend am Anfang. Damals waren die Labyrinthe noch viel schwerer als heute. Und das hat mich eigentlich auch sehr motiviert dann plötzlich. Aber ich konnte das größte Labyrinth nie machen. Merciless Labyrinth. Oder Übel Labyrinth. Also wir haben scheinbar den Boss mit über 60% Leben einfach mal gewonnen. Okay, schade, aber ich hätte gerne so einen solchen Boss, der immer wieder kommt, zufällig oder so, und uns wieder auf die Eier geht. Vielleicht bauen sie den noch ein, wenn ich ein bisschen mehr Reichweite hätte, ein bisschen mehr Feedback. Das ist auch so, dass ich mach's dann für die Spiele. Ich investiere wirklich ein paar Gedanken, ein paar Vorschläge von euch und so. Und dann möchte ich gerne ein Spiel besser machen damit, aber ich habe leider keine Reichweite. Das ist solch eine Sache. Also, können noch ein bisschen weitermachen. Gut. Ja, jetzt tauchst du auf, du Fallstück. Blöder Turm. Und der ist down. Und kommt er auch noch? Na egal, den lassen wir einfach aus. Wenn er schläft, dann schläft er.
Ja, ist gut, aber Teleport nervt so mit so mega lange Ladezeiten. Also, dann müssen wir. Ich glaube, zum Safi-Quartier zurück. Also, dort ist es zurück. Wo wir in dieses Portal reingingen. Ja, ich glaube schon. War hier oben. Das geht jetzt ein bisschen zu schnell. Bot Generation. Könnte interessant sein. Ja, Lightning Shield und so brauchen wir nicht. Alliierte brauchen wir nicht zum Casten. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Was sollen wir nehmen? Ja, Ignite Chance. Machen wir zuerst mal wieder mehr Elementar Protection. Ja, Flammenschild ist vielleicht nicht so für unseren Charakter, eher das Ward Shield oder wie es heißt. Aber das hat so eine geringe Duration. Möchte ich natürlich nicht immer einsetzen müssen. Ich ändere vielleicht Feuerball hier nach rechts, der Beam auf W, nein, das Schild auf W und der Beam, das Disintegrate auf E. Aber noch nicht jetzt. Erst wenn wir das wirklich brauchen, das Ward Shield. Ja, 400 Leben jetzt, okay. Und was haben wir denn hier? Ein Boss. Boah, was hat denn der für einen Schuss abgefeuert? Ah, der Bahnmann-Greifen, sehr gut. Hallo, guten Morgen. Wer bist denn du? Wieso machst du das Portal nicht weg? Ah, guten Tag. Ah, Lollerik ist es wieder. Okay. Ja. Und das ist hier. Was ist das gewesen? Nicht so viel Blitz, gell? Ist ein bisschen übertrieben. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Geht's euch auch schon wieder gut? Habt ihr Sorgen ohne Probleme? Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Oh Gott. Level 40 schon, wow. Habe ich gar nicht im Überblick gehabt, wie viel Level ich schon habe. So, als nächstes Arcane Insight wahrscheinlich. Oder Chronomancy wäre eigentlich auch nicht schlecht. Wegen Duration natürlich und so. Oder Wader. Ja, da muss ich aber mehreres, also da muss ich noch Cold Spell haben. Ich weiß nicht, wie ich ins Cold Spell noch investieren soll. Was habe ich bekommen? Meteor? Ah, Black Hole. Das könnte ich eigentlich manchmal einsetzen. Ich denke, ich werde Teleport rausnehmen. Das ist jetzt eigentlich so das, was ich brauche, oder? Weil, ja, es ist einfach viel zu lange. Ich nehme das raus. Das ist für mich nicht so lange immer zu warten. Weil ich brauche Black Hole. Auch wenn es nicht mehr so stark ist. Ich glaube, Blind ist wichtig. Schaden ist nicht wichtig. Duration ist wichtig. Ja, länger Cooldown ist nicht so wichtig natürlich. Es ist negativ. Damage brauchen wir nicht. Also hier unten brauchen wir nichts. Genau, Seeks Enemies. Dann machen wir Pull Strange oder machen wir zuerst?
Ja, wir machen zuerst Intensität und hängen hier rüber. Und Damage brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Dann machen wir hier oben Rifts. Ja, das ist aber auch nicht so, so gut. Recast Change mal 3 sind 30%. Big Bang könnte das für uns sein. Freeze. Das könnte das sein für uns, einfach Cold Damage zu machen, damit wir da noch ein bisschen mehr den Bonus, den ich jetzt vorgestellt habe, haben. Oh ja. Oh ja. Ja. Aber ich brauche jetzt nochmals natürlich umzuskillen. Ich mache Feuerball jetzt zuerst mal hier hin und Laser hier hin. So, damit es ein bisschen interessant ist. Ja, ich kann ihn lange nicht einsetzen. Muss mich da ein bisschen gewöhnen dran. Gut. Minion Spell Damage. Oh, interessant. Vielleicht ist der Magier Ding jetzt besser. Der Magier Necromancer. Also Skeleton Mage. Ui, Spell Damage. Was haben wir hier gesagt? Was killen wir jetzt hier? Hier, Ignite Shines. Und hier haben wir gesagt, ja, weiter Pulse Drench. Ja, nehmen wir mit. Und das hier muss unbedingt, auch wenn es nicht so stark ist, aber ich hätte schon gerne ein bisschen Magie, Schaden noch auf dem Skeletten. Also eventuell werde ich dann bald mein Skelett-Magier-Bild bauen. Mit den anderen, die ein bisschen herumnerven. Ich weiß ja nicht, Magier sind im Last Epoch nicht gerade so, also nicht, ich meine, für Skelett-Magier oder Beschwörungen sind nicht so stabil. Die werden immer schnell sterben. Aber wir das irgendwie defensiver machen können. Dann einfach der Bild, der richtig stark wird, weil die Magier schon von Grund auf richtig viel Damage machen. Und dann muss ich die Cold Magier nehmen, weil die natürlich auch viel Schaden machen und zielsuchend sind und so. Oder die Void Magier. Ich werde mir das immer ein bisschen überlegen, aber der Bild, der mache ich eventuell nicht, weil ich zu wenig Zeit habe. Aber einfach mal Überlegungen machen, vielleicht, dass wir weit kommen dann. Wenn wir mit dem schon sehr weit sind. Na, guten Tag. Saphiral. Was ist denn das? Saphiral. Ja, chargen mit Bogen. Das ist auch ein bisschen komisch. Das bringt denen nicht so viel. Also, meine Feuerbälle sind von Namen halt stärker. Okay, hier haben wir gesagt, wir gehen runter und schocken. Oh ja, ganz umwandeln in Lightning Damage. Wir gehen zuerst mal hier über den Tendrils. Das ist noch interessant. Dann habe ich Feuerball für Feuer, Black Hole für Cold. Und Blitz bei Desintrate. Ja, hast du irgendwas mal gemacht? Du bist die ganze Zeit gestunt gewesen. Ist halt einfach Pech, ne? Ja, das ist Pech.
So. Da unten müssen wir auch noch etwas machen. Nein, nicht Black Hole einsetzen, bitte. Nein. Hallo. Guten Morgen, lieber Sohn. Ha. Ich habe ja schon seit ein paar Tagen ein neues Handy, das Samsung Galaxy Note 10 Plus. Und ich habe ein neues Handy und spiele kaum mit dem. Und deshalb motivierte mich, das Handy zu spielen, zu kaufen, mehr Last Epoch zu spielen. Auch wenn es auf dem Handy nicht ist. Aber irgendwie bin ich jetzt gerade motiviert, weil es sieht schon recht nach einem Handyspiel aus, wenn man bedenkt, also grafisch zum Beispiel oder bedienerisch. Und trotzdem ist es einfach sehr gut. Also wir müssen, glaube ich, hier Shining Grove zurück. Deshalb gehen wir hier nach Norden. Mal weiter. Ja, der Strahl ist langsam auch mega stark. Ja, okay. Je nachdem. Was müssen wir hier oben noch machen? Also hier nach oben muss ich nichts machen. Ah, wir müssen dort rein. Leider habe ich schon 31, 34. Wir schauen kurz rein und dann werden wir mal gucken im nächsten Part, hä? Was dann dort drinnen ist. Ich gar nicht gemerkt, dass man hier rein kann. Ich habe ja mit ihm geredet und dann hat er einfach das Portal geöffnet und ich bin weggelaufen. Ja gut. Geht ja auch. Hauptsache man macht's. Ah, da geht's jetzt einfach hier durch. Oh, stimmt. Okay. Interesting. Waypoint ist, glaube ich, auch irgendwo. Ist hier irgendwo ein Waypoint? Ich brauche gerade ein Waypoint. Ja, sehr gut. Und Shining Cove müssen wir auch zurückkehren. Gehen wir gleich mal, dann können wir das nächste Mal hier weitermachen. Dann gibt es morgen wieder eine Folge. Saphir-Schrein, machen wir das morgen. Ja, bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag und ja, viel Spaß mit deinen, mit ihren oder euren Dingen. Tschüss.